freue mich nun ganz besonders, Ihnen einen Star ansagen zu dürfen, einen Interpreten, über den wir uns ganz besonders freuen, da er sehr selten im Fernsehen überhaupt zu sehen ist. Ein Interpret, über den wir uns, wie gesagt, sehr freuen, auf den wir sehr stolz sind. Und Entschuldigung, wenn Sie schon was zu sagen haben, könnten Sie vielleicht dann nach vorne kommen, wenn Sie schon mit mir reden wollen. Ich finde das unhöflich, wenn Sie da hinten sitzen und mit mir die Sendung stören. Sie, vielleicht fällt Ihnen das auf. Kommen Sie doch nach vorne. Sie haben alle Möglichkeiten. Wir sind eine Sendung, in der man alles darf, neben singen. Setzen Sie sich doch. Jetzt darf ich Sie vielleicht, was haben Sie eigentlich zu sagen? Ja, ich finde, das Ganze dauert unheimlich lang. Die Leute wollen eine Musik hören und nicht dauernd Ansagen, Absagen und Auftritt und Abtritt. Ne? Und dann, das ist dann meiner Meinung, die Leute. Ne? Sagen Sie, sind Sie hungrig? Nein, durstig. Ich dachte, Sie sind hungrig, weil Sie sagen, das versuchen, das Mikrofon zu essen. Nein, ich habe mir gedacht, sonst kommt nichts mehr raus am anderen Ende, wenn ich da nicht gescheit rein spreche. Ne? Sie haben da auch einen Knoten drin, schauen Sie mal. Ja, das ist der Knoten, den haben wir immer drin. Das ist die Kontrolle. Darf ich vielleicht die Gelegenheit dazu ergreifen, einmal zu sagen, es gibt, jetzt haben wir Frankreich, Irland, England, es gibt doch bestimmt auch deutsche Sänger, die also auch sehr gute Musik machen. Ich bin überzeugt, dass es viele deutsche Sänger gibt, die überhaupt nie die Möglichkeit kriegen, mal auf so einer Bühne aufzutreten oder sonst irgendwas. Ich weiß noch nicht, wo Sie herkommen, ich ahne es nur, aber wir haben immerhin im Südwestfunk, wir haben den Talentschuppen, dürfen Sie nicht vergessen. Talentschuppen sind, ich finde, meiner Meinung nach ist das eine faule Ausrede. Wenn man zum Talentschuppen geht, dann heißt, haben Sie eine Schallplattenfirma, geht man zur Schallplattenfirma, sagt, da probieren Sie es zuerst mal in dem Talentschuppen und was bleibt dann übrig, in der Kneipe zu gehen, da schmeißen sie dann raus, wenn man 5 Lieder gesungen hat, weil es sonst lang dauert. Ne? Und man hat also sonst nie die Möglichkeit, einmal da aufzutreten. Und da kommen die Gäste und Stars und macht man Mordskult und Rummel. Ich finde es einfach nicht gut. Wollen Sie vielleicht damit sagen, dass Sie keine Chance haben, irgendwo zu singen? Ja, ich singe zu Hause, singe in der Badewanne. Nicht mehr. Das ist ja der Unterschied, Sie dürfen nicht vergessen, Sie singen aber zu Hause. Das hört mich nicht mehr, ne? Aber Sie singen zu Hause in der Badewanne, gut. Ja. Nicht? Da kann jeder, der will. Aber hier muss der wollen kann, auch wollen, nicht? Auch können wollen. Nicht? Ja, aber da braucht er eine Badewanne da herin. Ne? Sonst. Ja, ist klar, ohne Badewanne geht nichts. Ich kann Ihnen vielleicht mal helfen. Haben wir eine Badewanne da? Wir haben keine Badewanne. Ne? Ja. Dann vielleicht einen Baum. Ein Baum? Auf dem Baum kann man auch singen. Ich habe ein Lied, das geht von einem Baum und da bräuchte ich einen Baum. Ne? Ist auch nicht möglich. Ne? Ein Baum. Aber ich meine, ich kann einen Vorschlag machen. Ja, Vorschlag? Alternative zum Baum. Ja. Irgendein Gerät, hoch genug, vielleicht meine Schultern. Ein Hocker. Oder hier rauf. Haben wir einen Hocker? Wir haben einen Hocker da. Ich hole natürlich einen Hocker, bitte. Nur machen Sie, was Sie wollen mit dem Hocker. Na, tun Sie das doch mal. Ja, und? Ja, und? Ja, und? Orchester, Begleitung, ne? Wir haben keine Musiker da. Nein. Können Sie Gitarre spielen? Ich ja, aber Sie nicht, hm? Kann auch mit einer Gitarre umgehen. Mir sind die Griffe geläufig. Haben wir eine Gitarre vielleicht zufällig? Haben wir eine Gitarre? Wir machen alles für Sie, wie Sie sehen. Sie haben auch eine Gitarre. Ihren Baum haben Sie schon, Ihre Gitarre haben Sie. Nun machen Sie doch mal. Das geht nicht. Haben wir ein Mikrofon vielleicht? Ein Galgen so, wo man nicht ihn zum Hängen. Nein, nicht für Sie. Für das Mikro. Ja, danke. Vielleicht ein bisschen höher, damit er auch mit seiner Stimme da dran kommt. Noch ein bisschen so. Ja. Ja, nur bin ich ja gespannt. Ne? Machen Sie mal. Ne? Ja, nur, das ist Fernsehen, wissen Sie? Ja. Na. Ist das hoch genug, oder? Ja, ja. Wollen Sie noch höher haben? Nein, da reicht der Hocker dann nicht mehr. Ne? Das Mikro ist an mir an der Gitarre als am Mund. Ja, vielleicht so. Ja. Ja, danke. Ja. Recht schönen Dank. Ich freue mich. Ja, ist schon gut. Ne? Kein Rummel um meine Person. Ich spiele ein. Darf ich? Wenn Sie schon auf dem Baum sitzen, dann machen Sie doch, was Sie nicht lassen können. Ja. Die stören ja eh, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Eckmann, die Sendung ist Schluss nach Nummer 1. Ne? Ja, ist egal, ne? Ich mache weiter. Ein Lied, das heißt, ist ein Sonntagslied, ein sonntägliches Sonntagslied.
Das heißt an einem Sonntag. Ja, das ist ein vielseitig verwendbares Lied. Ich habe das sogar schon mal an einem Mittwoch gespielt. Als Mittwochslied. Ja. Ja. C-Dur. Sind Sie da sicher? Ja, doch. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze jetzt auf einem Baum herum. Den werde ich beim Lied erst später erklettern, aber das ist dann so blöd zum Gitarre spielen dabei. Also sitzen wir vorher schon rauf. Ne? Also jede Menge Fantasie, bitte. An einem Sonntag, ich weiß noch wie heute, da hab mich spazieren gehen gefreut. Und weil mir halt nix so gefällt, drum bin ich gleich aus in Wald. Auf einmal, ich geh noch nicht lang, da hör ich einen wunderschönen Gesang. Aha, denk ich mir und schau knauf, auf dem Baum war ein Vogelnest drauf. Ich denk mir, da kraxelst jetzt nauf und nimmst du das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie ich hinaufkomm, war das Vogelnest leer. Und wie ich am Baum droben sitz, vom Kraxeln noch fürchterlich schwitz, da kommt ein Liebspaar versunken im Traum und hockt sich grad unter meinem Baum. Ja, ich auf meinem Baum bin ganz still, möcht sehen, was der Liebhaber will. Er sagt, ich hab dich so gern, du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr allerhand. Sie sagt, ja, ich hätte schon gern, aber wer soll unsere Kinder ernähren? Ich bin ein katholischer Christist und du von demselben Glauben bist. Vertrau nur dort drum auf den Herrn, der wird schon die Kinder ernähren. Da schrei ich gleich obi vom Bann. Bagage, jetzt schleicht's euch verheim. Wenn ich runterkomm, dann zeig ich euch den Herrn, der euch dort die Kinder ernähren. Die zwei waren vor Schrecken ganz blass, haben gemeint, dass der Herrgott schon weiß. Na sind's gerannt über Stock, über Strauch, ich hab gehalten vor Lachen mein Bauch. Das war's. Ja, danke. Ja. Das ist